baby, I'm ballin'. Servus und willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Vergleich stehen der Magister Obra für 280 Euro und der günstigere Magister Opus für 220 Euro UVP gegenüber. Diese Schuhe werden unter anderem von Iniesta, Götze und Pogba getragen. Kann es das günstige Modell gegen den großen Bruder aufnehmen? Das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei! Beim Komfort sind die ersten Unterschiede erkennbar. Der Magister Obra hat das typische Nike-Fersenproblem, das fast jeder Sockenschuh besitzt. Das steife Mittelstück verursacht nach kurzer Zeit Reibung und Blasen. Das Problem besserte sich auch nicht nach mehreren Wochen. Zwar fällt es nicht so schlimm aus wie beim Superfly, ist aber trotzdem nervig. Außerdem ist der Obra im Vorderfuß breiter geschnitten, daher war die Passform nicht optimal. Anders sieht es beim Opus aus. Dieser sitzt deutlich enger und verursachte in der Testphase keine Blasen. Daher gewinnt er in dieser Kategorie. Das Obermaterial des Obermodells ist etwas weicher und angenehmer und bietet daher mehr Ballgefühl, wenn da nicht die breite Passform wäre, die das Ganze verschlechtert. Der Opus sitzt enger, ist vom Material minimal steifer, kann aber in der Summe trotzdem mithalten. Für mich ist das ein Unentschieden. Wir konnten den Magister Obra bereits über mehrere Monate als FG- und AG-Variante testen und haben keine Probleme in der Haltbarkeit feststellen können. Wer nur auf Kunstrasen spielt, sollte sich aber trotzdem die AG-Version besorgen, die mehr Grip und bessere Haltbarkeit bietet. Der Opus schneidet etwas schlechter ab, weil nach 4 Wochen die ersten Abnutzungsspuren an der Innenseite vom Schussbein sichtbar sind. Es ist zwar nichts Gravierendes, aber in der Summe scheint der Obra stabiler zu sein. Beide Modelle haben ihre Vor- und Nachteile. Der Obra hat ein besseres Obermaterial und ist widerstandsfähiger. Dafür ist er deutlich teurer, der Komfort lässt zu wünschen übrig und der Schuh ist eher für breite Füße ausgelegt. Auch wenn der Magister Opus nicht perfekt ist, ist er für mich der Gewinner, weil er einfach mehr fürs Geld bietet und mir besser passt. Wer also einen schmalen oder normalen Fuß hat, kann bedenkenlos zugreifen. Alle anderen können sich den Magister Obra anschauen, jedoch sollte man die Fersenproblematik nicht außer Acht lassen. Als Alternative kann ich euch den Adidas Ace für breite Füße empfehlen. Welchen Schuh würdest du vorziehen, den Magister Obra oder den Opus? Schreibt das Ganze in die Kommentare, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, bleibt wie immer sportlich und bis zum nächsten Mal.